Guten Morgen. Ja, wir begrüßen im Wagnerladen. Mein Name ist Richter Martin. Ich nehme euch heute zur Weinlese mit. Wir haben da einen roten Veltliner, steht auf einem sehr guten Grund, sieht man an einem Ertrag. Im Prinzip braucht man nur beim Oberschneiden aufpassen, dass man die Stängel schön erwischt und einfach, dann einfach in den Kübel schmeißt. Ja, jetzt sind wir beim Grüner Veltliner angelangt, bei herrlichem Wetter, bei knackigen, glaube ich, 8 bis 9 Grad, alle hochmotiviert. Qualität ist eigentlich ausgezeichnet. Wir sind sehr zufrieden auch mit der Quantität. Wunderschön zum Anschauen. Jetzt brauchen wir nur schon einen tollen Wein draus machen. Ja, wir haben es geschafft, wir sind fertig. Der erste Schritt von der Lese ist erledigt und wir gehen jetzt was schauen. Ja, nun, wir haben aber gut gejaust. Die nächsten Schritte sind jetzt, wir sind jetzt bei uns im Betrieb angelangt. Wir werden jetzt sozusagen die Trauben von den Stängeln trennen. Da gibt es da hinten einen Rebler. Wir haben das halt jetzt maschinell jetzt da ausgelegt. Also ich sitze oder stehe sozusagen in der Ganztraubenpresse. Da kommen dann diese Maische, die wir jetzt rübergehebelt haben, wird da über eine Rutsche eingefüllt. Das passt ungefähr 2200 Kilo rein. Und dann wird sozusagen durch diesen Plastikdruckbehälter die Maische an die Wand gedrückt und unten rinnt auch der Most raus. Und dann kostet man. Ja, der Lesetag endet für die Leser und meine Helferlein. Für mich dauert es noch leider ein bisschen länger, also es wird wahrscheinlich noch bis 23 Uhr, 24 Uhr dauern. Ein Endprodukt von denen sind die Stängel und die Trebern. Das wird wieder sozusagen der Natur zurückgegeben, kommt am Misthof und dann in den Weingarten. Und ich darf mich von euch verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart. Führt euch gut. Hat mich gefreut. Führt euch gut. Ciao.